Was ist ECSI und was ist AXS? Warum ist das Spiel so unglaublich beliebt? So, und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, falls du mich noch nicht kennst. Ich bin Miss Krypto und ich möchte die Kryptowelt so einfach wie möglich erklären. Das sind alles meine eigenen Recherchen zu einem spannenden Projekt, wie ich finde. Lass uns also gleich mit dem ersten Thema starten. Hinterlass noch schnell ein Like und abonniere Miss Krypto, um auch in Zukunft mit dabei zu sein. Der Haftungsausschluss ist wie immer eingeblendet, das ist keine finanzielle Beratung. Wie immer alles ohne Gewähr. Das Video ist nach einem eigenen Schema von mir aufgebaut, nach dem ich immer Projekte analysiere. Das aktuelle Thema blende ich dir immer oben mit ein, damit du weißt, in welchem Abschnitt wir uns gerade befinden. Ich freue mich jetzt, dir von ECSI zu erzählen, legen wir also sofort los. Zunächst erst einmal, was ist ECSI Infinity und was AXS? ECSI Infinity ist das bisher größte und erfolgreichste Blockchain-basierte NFT-Spiel, welches Vorreiter für das sogenannte Play-to-Earn-Modell ist. Das beliebte Play-to-Earn-Spiel wurde 2018 vom vietnamesischen Spieleentwickler Sky Mavis herausgebracht. Das ECSI Universe wurde durch andere Spiele wie Pokémon und das NFT-Game CryptoKitties inspiriert. In den Jahren darauf erlebte ECSI einen rasanten Aufschwung. Täglich spielen über 1 Million Nutzer im Universe. Damit wurde ECSI das erste NFT-Game, welches ein Handelsvolumen von 1 Milliarde US-Dollar knacken konnte. AXS ist die Abkürzung für ECSI Infinity Shards. AXS sind ERC-20-Tokens im ECSI-Universe und erfüllen dort sehr verschiedene Funktionen. Zu allem später noch mehr. Zum Zeitpunkt des Videos ist AXS auf Rang 25 von CoinMarketCap gelistet und verfügt über eine aktuelle Marktkapitalisierung von rund 7 Milliarden Euro. Ist ECSI jetzt nun mehr als nur eine geniale Spieleidee? Um dieser Frage nachzugehen, erinnern wir uns noch einmal an die Corona-Pandemie im letzten Winter. Die Konsequenzen tragen wir noch mit uns immer herum. Weltweit kam es zum Lockdown. Die weltweite Wirtschaft wurde lahmgelegt und hielt den Atem an. Menschen durften nicht auf die Straße gehen, Reisen war erstmal gar nicht möglich. Viele verloren ihren Job und mussten sich umorientieren. Arbeiten von daheim? Wie soll ich mein Geld verdienen, wenn ich auf Touristen angewiesen bin? Auf den Philippinen und im südostasiatischen Raum schoss die Zahl der Arbeitssuchenden rasant nach oben. Aus der Not heraus entstand nun eine neue Einkommensquelle. Denn die Leute dort entdeckten ECSI Infinity und fingen an zu spielen. Das Spiel hatte sich innerhalb kürzester Zeit dort zum Berufsfeld entwickelt. Arbeiten und spielen eine Sache, wie soll das denn gehen? Das schauen wir uns noch gleich genauer an. Zuvor gehen wir noch einmal zu Beginn der ECSI-Reise zurück. Denn im Jahr 2017 kam ein anderes NFT-Game auf den Markt. CryptoKitties als dezentralisiertes Online-Game begeisterte dadurch, dass du als Spieler deine eigenen virtuellen NFT-Katzen kaufen und züchten konntest. Blockchain-Gaming war zu dem Zeitpunkt noch völlig neu. Ein Online-Game, das nicht über zentralisierte Infrastrukturen laufen muss, jede Katze einzigartig, nicht kopierbar, für immer verewigt. Eine absolut geniale Idee. Auch die ursprünglichen Teammitglieder von Sky Mavis waren von dieser Art des völlig neuen Internet-Gamings im positivsten Sinne infiziert und trafen sich selbst online zum Aufziehen ihrer NFT-Kätzchen. Sie erkannten, Blockchain-Technologie kann auch Spaß machen. Das müssen auch andere wissen. Doch wie bringe ich diese Magie den Menschen näher? Wie kann ich Menschen überall auf der Welt, arm wie reich, egal von welcher Herkunft, erreichen, um dieses Wissen eben auch weiterzugeben? All diese Gedanken brachten die Entwickler auf eine Idee. Aus dieser Idee entstand die Mission, über ein neues NFT-Spiel Spaß mit Bildung für Blockchain zu verbinden. Die neue virtuelle Welt soll nicht nur vom Gaming-Erlebnis her entertainen, sondern auch noch finanzielle Anreize setzen. So, schmeißen wir jetzt also nun die Story aus der Corona-Zeit und den Philippinen mit der Mission der Entwickler zusammen. Nach allem, was ich dir erzählt habe, was ist also ECSI Infinity? ECSI Infinity ist ein NFT-Spiel. Ein Spiel, welches also die Blockchain-Technologie als Grundlage verwendet und somit die Vorteile der dezentralen Infrastruktur nutzt. Menschen erhalten über die Blockchain-Infrastruktur die einmalige Chance, unter einfachen Bedingungen weltweit mitzuspielen. Du brauchst im Grunde nur Internet und ein Endgerät, also ein Handy oder dein Desktop am PC. Diese nur sehr kleinen Zugangsvoraussetzungen erlauben es, Menschen unabhängig von ihrer Herkunft auch in strukturschwachen Ländern zu spielen, Spaß zu haben, Wissen über die Technologie zu erhalten und dabei auch noch Geld zu verdienen.
Sky Mavis erschuf mit diesem Play-to-Earn-Konzept, also Spielen und Geld verdienen, das bisher größte und erfolgreichste Blockchain-Spiel der Welt. Wie funktioniert nun das NFT-Game? Im Axie-Universe dreht sich alles rund um deine Axies, die du sammelst. Was ist also ein Axie? Ein Axie ist zunächst erst einmal ein niedliches, kleines, monsterartiges Wesen. Jedes Axie entspricht technisch gesehen einem Non-Fungible Token, also einem NFT nach ERC 721 Standard. Das ist der Standardtypus für NFT-Tokens auf dem Ethereum-Netzwerk, die mit einem individuell programmierten Code-Stempel auf der Blockchain abgespeichert werden. Dadurch ist es möglich, dass ein NFT einzigartig und nicht gefälscht werden kann. Erinnere dich an mein Ikomi-Video. Da habe ich das Beispiel mit der Mona Lisa erklärt. Das Original, also die Mona Lisa, gibt es schließlich nur einmal auf der Welt und kann von Kopien auf jeden Fall auseinandergehalten werden. Wie kannst du und was kannst du nun alles mit deinem Axie im Axie-Universe machen? Deine Axies kannst du nun wie deine eigenen Haustiere kaufen oder ausbrüten und dann von der Wiege an großziehen. Dein Axie braucht intensive Pflege und muss gefüttert werden. Du kannst außerdem Land und Ausrüstung kaufen. Wenn du dein Monster trainieren möchtest, kannst du es wie bei Pokémon auch gegen andere Axies kämpfen lassen. Der Austausch mit anderen Axie-Besitzern im Ökosystem ermöglicht den Handel, Kauf und Verkauf von Axies untereinander. Für deine Axies hast du endlos flexible Kauf- und Spieleoptionen. Du kannst zum Beispiel von anderen Nutzern erschaffene Gegenstände kaufen, um deine Axies aufzuwerten und ihnen das bestmögliche Dasein zu bieten. Auch ganze Landschaften und dein eigenes kleines Axie-Reich kannst du dir hier errichten. Einzelne Landschaftsgrundstücke, auch Plots genannt, können dazu erworben und dann Stück für Stück zusammengebastelt werden. Dem stetig expandierenden Axie-Universe sind keine Grenzen gesetzt. Bau dir deine Welt in einer Welt, wie sie dir gefällt. Wie funktioniert nun das Play-to-Earn-Konzept? Wie der Name schon sagt, beim Spielen, ob durch Brüten, Züchten, Kämpfen, Trainieren oder durch strategisches Handeln auf dem Marktplatz kannst du Geld verdienen. Je besser du spielst und smarter du sammelst, desto wertvoller werden deine Axies und desto mehr Geld wirst du verdienen. Das Geld erhältst du, na wer hätte es gedacht, per Kryptowährung in Form von Tokens. Und diese Tokens kannst du dir als Spieler per Fiat-Geld auszahlen lassen. Auch die Einnahmen über den NFT-Verkauf deiner Axies können sich lohnen. Die günstigeren Varianten starten auf dem Marketplace zum Zeitpunkt des Videodrehs bei ca. 145 Dollar, also rund 125 Euro. Wertvollere Collectibles liegen im Durchschnitt auch mal bei mehreren Hunderttausenden US-Dollar mit Luft nach oben bis ins Unermessliche. Das bisher teuerste Axie am Rande, das jemals verkauft wurde, kostete bei Verkauf 300 ETH. Das wären umgerechnet bei einem aktuellen ETH-Wert rund 900.000 Euro. Um zu spielen und zu verdienen, musst du ganz zu Beginn jedoch investieren. Für den Start brauchst du mindestens 3 eigene Axies. Das kann dich je nach Preisschwankung mal so zwischen 500 und 900 Euro kosten, wenn du dir die 3 günstigeren Objekte organisierst. Hast du 3 Axies gekauft, kannst du Play to Earn. Auch als Entwickler kannst du mit Tokens belohnt werden, wenn du das Spiel dank der dezentralen Struktur mit weiter verbessern möchtest und zum Beispiel Tools, Geschichten und Content jeglicher Art kreierst. Das ist das Geniale an der DLT, dass auch dritte Parteien auf der Blockchain mitgestalten können. Play to Earn. Welche Tokens kannst du mit Axie-Infinity verdienen? Wir werfen als nächstes einen Blick auf die Tokenomics. Zum Brüten brauchst du nun 2 Tokens, die du auch wiederum durch weitere Spielen verdienen kannst. Das sind zum einen die Smooth Love Potions, kurz SLPs, und die Axie-Infinity Shards, kurz AXS. Die SLP-Tokens kannst du vielleicht mit Erfahrungspunkten, wie du sie aus anderen Games kennst, vergleichen. Sie helfen dir, im Spiel vorwärts zu kommen und dich in den ganzen Leveln zu steigern. Wenn du dich mit deinen erworbenen oder hochgezüchteten Axies so weit fühlst, kannst du SLPs auch über Wettbewerbe gegen andere Axies verdienen. Und SLPs kannst du auch über die gängigen Exchanges erwerben. Für dich spannender sind die AXS-Tokens. Das sind die nativen Governance-Tokens von Axie Infinity. AXS-Tokens brauchst du zum Brüten neuer Axies. Seit 2021 ist es möglich, AXS-Tokens zusätzlich zu SLPs auch durch Spielen zu verdienen.
Ende September 2021 fiel außerdem noch zusätzlich der Startschuss für das AXS Staking. AXS Holder erhalten Rewards, wenn sie ihre Token staken, Exis spielen und an großen Votings für zukünftige Ausrichtungen des Spiels teilnehmen. Über die nächsten Etappen soll die AXS-Staker ganz im Sinne eines Governance-Tokens immer mehr die ganzen Verwaltungsrechte erhalten. Planungsgemäß könnte Sky Mavis angeblich schon bis Oktober 2023 weniger als die Mehrheit der Stimmrechte besitzen. Besitzt du AXS, erhältst du Anteile, sogenannte Shards, zu Deutsch Scherben oder Bruchstücke vom Exi-Universe. Anteile zu haben heißt, Anteile an den Gebühren im Exi-Universe mitzuverdienen. Anteile im Sinne einer Governance-Funktion heißt wiederum, Mitspracherechte zu besitzen. Jetzt verstehst du auch, was mit Exi Infinity Shards für AXS gemeint ist. Beide Tokens, AXS und SLP, sind die Tokens vom ERC-20-Typus und laufen über das Ethereum-Netzwerk und können somit gehandelt werden. Was habe ich zur Verteilung der AXS-Tokens herausgefunden? Insgesamt stehen maximal 270 Millionen AXS zur Verfügung. Diese Maximalsupply oder Total Supply wird niemals überschritten werden. Ein im Vorfeld definierter Plan sieht vor, dass in einem Zeitraum von 65 Monaten, das sind 5 bis 6 Jahre, seit Beginn des Public Sales die Token etappenweise freigegeben werden. Die derzeitige Umlaufversorgung laut CoinMarketCap beträgt rund 60 Millionen Tokens, also etwa 22% aller Tokens. Es wird davon ausgegangen, dass die tatsächliche Verteilung jedoch etwas weniger als nach Plan ausfallen wird. Das hat damit zu tun, dass es zeitversetzt andauert, bis die Tokens erst im Laufe der steigenden Nutzerrate auch wirklich per Play-to-Earn verteilt vorliegen, auch wenn die Tokens rein theoretisch schon im System undockt sind. Die Play-to-Earn- und Staking-Freisetzung der dafür vorgesehenen Tokens hat 2021 begonnen. Bis Anfang 2021 gab es ein Problem. Ethereum-Transaktionsgebühren sind immer teurer geworden. Die Aktivitäten, insbesondere im On-Chain-Gaming, haben sich dadurch drastisch reduziert. Wer will schon gerade zu Spiele beginnen, ein günstiges Axie erwerben und dann viel mehr an Gas-Fees zahlen? Sky Mavis hat dafür mit zahlreichen Entwicklern an einer Lösung für die Community getüftelt und ist mit Axie Infinity auf eine Ethereum-Seitenkette umgezogen. Ronin. Ende April 2021 ging Ronin als Ethereum Sidechain online. Sky Mavis benannte die Kette nach Ronin, einem herrenlosen Samurai, der sein Schicksal zu Feudalzeiten Japan selbst in die Hände genommen hat. Mit Ronin können die Spieler nun ihre NFTs ohne die teuren ETH-Transaktionsgebühren auf der Ethereum-Blockchain handeln, kaufen und verkaufen. Die Kette ist mit dem Ethereum-Netzwerk kompatibel und soll einen sicheren Austausch zwischen Hauptkette und Nebenkette sowie andersherum gewährleisten. Roni unterstützt zum Zeitpunkt des Videos die SLPs, die AXS-Tokens und Wrapped Ether. Als Spieler kannst du ETH erwerben. Dann nimmst du in einem zweiten Schritt dein ETH und transferierst es vom Ethereum-Hauptnetzwerk auf das Ronin-Wallet. Das ist das Wallet für die Ronin-Sidechain. Das geschieht alles im Exi Infinity Dashboard. Dort wird es zu Wrapped Ether, kurz WETH. WETH entspricht dem gleichen Wert wie ETH und kann dann wieder aufs Ethereum Mainnet zurückgeswappt werden. Wie kannst du jetzt AXS kaufen und aufbewahren? Du kannst AXS Tokens mittlerweile auf den gängigen Handelsplattformen wie Crypto.com, Binance oder Coinbase zu den üblichen Handelspaaren erwerben. Durch die steigende Beliebtheit, insbesondere im pazifischen Raum, sind die Handelspaare mit den Fiat-Währungen wie dem philippinischen Peso oder dem australischen Dollar besonders interessant geworden. Die Axie Infinity Shards können auf dem Soft-Wallet von Axie Infinity, dem Ronin-Wallet, was ich bereits schon erwähnt hatte, aufbewahrt werden. Willst du das Game selbst spielen, dann brauchst du das sowieso, das ist Voraussetzung. Das Wallet wird dann mit deinem Axie-Account verknüpft. Das Ronin-Wallet gibt es derzeit nur als Browser-Erweiterung für deinen PC, für Google Chrome oder Mozilla Firefox. Sei vorsichtig vor Fake-Anbietern, denn derzeit gibt es noch keine mobile Variante, die ist noch ausstehend. Willst du Exi, also AXS, nur aufbewahren und weniger mit Exi spielen, dann unterstützen auch andere Hardware-Wallet-Anbieter wie das biometrische Decent-Wallet die Token-Aufbewahrung. Aus meinen letzten Videos weißt du vielleicht noch, dass ich es persönlich immer für sinnvoll halte, nicht alle eigenen Bestände auf nur einer einzigen Börse zu lagern, sondern darüber hinaus auch ein Hardware-Wallet zu besitzen. Einen Link zum Decent-Wallet und zu Crypto.com findest du unten in der Beschreibung.
Wer steckt jetzt nun hinter Axie Infinity? Axie wurde 2018 von Sky Mavis, einer Entwicklerfirma aus Vietnam, veröffentlicht. Mittlerweile arbeiten rund 40 Beschäftigte mit Erfahrungen in der Spieleentwicklung für das Unternehmen. Axie wurde durch zwei Teammitglieder, Trung Nguyen, hoffentlich richtig ausgesprochen, und Alexander Larsen mitbegründet. Nguyen ist gelernter Softwareentwickler und aktueller CEO von Axie. Er beteiligte sich bei allen Entscheidungen vom Produkt bis hin zum Marketing. Vor Axie wirkte er schon als CTO bei der Gründung eines E-Commerce-Startups namens Lozi in Vietnam mit und arbeitete bei Anduin Transactions mit, einer Joe Lonsdale-Firma. Lonsdale ist, by the way, ein bekannter Unternehmer und Risikokapitalinvestor, der zum Beispiel auch in Firmen wie Wish investiert hat. Larsen ist COO von Axie und arbeitet schon seit mehreren Jahren aktiv in der Blockchain-Gaming-Szene mit. So konnte er sich ein Netzwerk von Vietnam bis hin zu über Hongkong, Südkorea und Japan aufbauen. Vor Axie war Larsen als Sicherheitsbeauftragter für die norwegische Regierung tätig. Außerdem hat er die Sekretärsposition im Direktorenboard der Blockchain Game Alliance inne. Seine freie Zeit verbrachte Larsen häufig, na, wer hätte gedacht, mit Gaming. Das führte teils dazu, dass er zum Beispiel als erfolgreicher Spieler das norwegische Nationalteam in Warcraft 3 mit repräsentierte. Welche Partnerschaften konnte Axie Infinity bisher gewinnen? Wie ich bereits zu Beginn schon erzählt hatte, war Axie Infinity das erste NFT-Spiel, welches 1 Milliarde US-Dollar an Handelsvolumen knackte. Jeden Tag halten sich mittlerweile bis zu 2 Millionen Nutzer im Axie-Universe auf. Das NFT-Spiel entwickelte sich seit 2018 exponentiell. Bereits ein Jahr später ging Sky Mavis eine Partnerschaft mit Clayton, ein Blockchain-Projekt von Kakao, ein. Kakao ist in Südkorea der dominierende Messenger-Dienst, dessen über 120 Millionen Nutzer teils dann mit zu Axie gezogen wurden und den Kursverlauf damals pushten. Einige Clay-Tokens wurden damals im Zuge der Partnerschaft als Rewards für die Spieler ausgeschüttet. Auch der Samsung-Konzern fing 2019 an, sich für Axie zu interessieren. Das Spiel wurde daraufhin auf den neueren Smartphones mit integriert. Der börsennotierte Spieleentwickler Ubisoft, der auch Games wie Assassin's Creed herausgebracht hatte, begann 2020 mit Sky Mavis zusammenzuarbeiten, um die Veröffentlichung an den Mainstream zu koordinieren. Dieses Jahr, im Mai 2021, brachten weitere Investoren, darunter auch Mark Cuban, die Axie-Fahrt mit 7,5 Millionen US-Dollar in einer Serie A-Finanzierung weiter ins Rollen. Im Juli wurden dann an nur einem einzigen Tag 50.000 NFTs mit einem Handelsvolumen von 25 Millionen US-Dollar verkauft. Stolze 305 Millionen US-Dollar wurden zwischen Juli und August 2021 eingenommen. Im Oktober 2021 soll Axie Infinity bereits weitere 150 Millionen US-Dollar an Investments eingesammelt haben, um das Wachstum für die steigende Nachfrage weiter zu fördern. Das Unternehmen wurde dabei in einer Serie B-Finanzierung als 3 Milliarden schwer eingestuft. Meine persönliche Einschätzung zu Axie? Welche Pros und Kontras gebe ich Axie Infinity? Der damalige Grundgedanke, Gaming als Einnahmequelle für jeden bereitzustellen und zugleich Wissen zu vermitteln, ist bisher aufgegangen. Die Kombination aus der Ethereum-Blockchain-Technologie mit dem Play-to-Earn-Modell machte Axie Infinity bis heute zum meistgespieltesten NFT-Game. Axie konnte bisher mehr als nur Spielespaß bieten. Gerade in der zuletzt angespannten Corona-Zeit konnte diese Technologie den Menschen auf der ganzen Welt eine Chance geben, Geld zu verdienen. In Niedriglohnländern ist Play-to-Earn Beruf geworden. Darüber hinaus ist vermutlich auch das Einführen der Ronin-Kette mit verbesserten Skalierungsmöglichkeiten und geringeren Gas-Fees für den weiteren Kurszuwachs verantwortlich gewesen. Mit dem Launchen der dezentralisierten Exchange am 1. Oktober 2021 erfolgte ein neuer Kurszuwachs von AXS. Die DEX auf Ronin reduziert für Spieler den Reibungsverlust beim Tausch ihrer Tokens noch einmal mehr. Weitere Milestones wie die Staking-Option von AXS-Tokens und die stetig zunehmende Mitsprache der Community über den Einsatz eines Community-Fonds
werden bisher erfolgreich umgesetzt. So schön alles klingen mag, muss auch immer eingeräumt werden, dass Tokens hinter jungen Kryptoprojekten immer spekulative Investments darstellen. Außerdem musst du mit 3 Exi-Käufen für das Spiel in eine beachtliche Summe im Voraus zahlen. Und klar, wo viel Geld fließt, werden schnell auch Betrüger hellhörig. Einige Scams machen sich die Beliebtheit von NFTs zunutze, um Käufern ihr Geld zu nehmen. Weitere Kritiker befürchten angeblich auch bei dem Play-to-Earn-Modell ein Schneeballsystem. Um solchen Befürchtungen und einer Hyperinflation entgegenzuwirken, setzt Axie Infinity neben der AXS-Maximalmenge bereits einige Einschränkungen innerhalb des Spieles ein. Die Entwicklungen werden spannend zu verfolgen sein, ob Play-to-Earn irgendwann vielleicht sogar die älteren Spielemodelle ablösen kann. Auch kann niemand prophezeien, wie sich die NFT-Branche entwickeln wird. Im Jahr 2021 schlug der Trend innerhalb der NFT-Branche eine neue Richtung ein. Der Kauf von Kryptokunstwerken per NFT ging von ca. 90 auf 40% zurück. Dafür werden nun 60% aller NFTs in Form von Gaming verkauft. Wir sind gerade erst am Anfang, was NFT und Blockchain Gaming angeht. Axie Infinity hat hier die Chance bekommen, dem NFT-Segment nun endlich einen gehörigen Utility-Stempel zu verpassen. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende gekommen. Falls du Fragen und ein Feedback hast, kommentiere einfach unter dem Video. Was hältst du von Axie Infinity? Oder spielst du das Axie-Spiel vielleicht sogar schon und kannst uns deine Erfahrungen teilen? Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich mega über ein Like oder eine Donation von dir freuen. Wenn du noch mehr spannende Krypto-Projekte erfahren willst, schau dir auch meine anderen Videos dazu an. Folg mir auch gerne über Twitter, da halte ich dich immer auf dem Laufenden. Danke für deine Unterstützung. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Miss Krypto. Von Kryptos fasziniert. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal.